investiert wird, Talstation Festungsbahn, Power to Heat, saubere Wärme für Salzburg und wie sparen Sie Energie im Haushalt? Diesmal geht es um die Waschmaschine. Das sind die Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin. Letztes Jahr verzeichnete die Festungsbahn einen Besucherrekord. Mehr als 2 Millionen Menschen nutzten die Bahn. Nun hat die Salzburger kräftig in die Talstation investiert für kürzere Wartezeiten und auch mehr Komfort. Das Interesse bei Einheimischen und Touristen für die Festung Hohensalzburg ist ungebrochen hoch. Mit der Neugestaltung des Eingangsbereiches können noch mehr Gäste komfortabel und vor allem rasch zu unserem Wahrzeichen fahren. Naja, die Festung ist das Wahrzeichen der Stadt und ist eigentlich auf allen fotografischen und auch sonstigen Darstellungen der Stadt zu sehen. Das heißt, es ist wirklich wichtig für die Bewohner und für die Touristen. Und die Festungsbahn erschließt dieses Wahrzeichen und wird von 2 Millionen Gästen im Jahr genutzt. Insgesamt wurden 220.000 Euro in den Umbau investiert. Neben technischen Verbesserungen wurde der Kassenbereich modernisiert und die Drehkreuzanlage neu positioniert. An Spitzentagen haben wir bis zu 12.000 Gäste, eine extreme Zahl. Um diese Gäste auch mit Komfort auf die Festung bringen zu können, haben wir hier die Schalter völlig neu umgebaut. Wir haben völlig neue Drehkreuze, das heißt, es geht extrem schnell, der Kunde ist gut bedient. Er hat zudem so gut ist wie einen WLAN-Anschluss, damit er sich ein wenig auch die Zeit vertreiben kann. Der Kunde steht hier also auch bei uns absolut im Mittelpunkt. Neben einem modernen Personenleitsystem, das in Zukunft die Besucherströme noch schneller steuert, wurde bei der Mittelstation eine Webcam montiert. Es ist extrem modern und neu gemacht, aber man kann hier auch ein 360-Grad-Panorama haben von der Mittelstation. Das heißt, der Kunde sieht schon hier herunten, wie es oben ausschaut und bekommt noch mehr Lust, dann auf die Festung zu fahren. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Daten und Fakten. Die Festungsbahn legt auf einer Länge von knapp 200 Metern in 54 Sekunden Fahrzeit fast 100 Höhenmeter zurück. Pro Waggon kann sie 55 Personen transportieren, pro Stunde 1850. Die Festungsbahn ist die älteste noch im Betrieb befindliche Standseilbahn Österreichs. Das Stromnetz stabilisieren und gleichzeitig Wärme für Salzburg gewinnen, das funktioniert mit Power to Heat. Was Power to Heat ist und wie es funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Knapp ein Jahr nach Eröffnung der österreichweit ersten Power to Heat-Anlage im Regelbetrieb nahm die Salzburger G im Februar 2016 bereits die zweite Anlage in Betrieb. Wir sind die Ersten, wir waren die Ersten, die einen Elektrodenkessel einsetzen. Wir haben jetzt die zweite Power-to-Heat-Anlage dazugesetzt, in einer sehr, sehr kurzen Zeit, in nur 5 Monaten. Da sind unsere Techniker extrem schnell unterwegs gewesen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmals mit 15 MW hier Fernwärme klimaneutral zu erzeugen. Kurzfristig überschüssiger Strom wird im Heizkraftwerk Nord als Wärme gespeichert und für die Wärmeversorgung Salzburgs genutzt. Die Salzburger AG ist sehr bestrebt, immer wieder neue, innovative Projekte umzusetzen. Mit der Power-to-Heat-Anlage können wir Ökostrom in Fernwärme, in Wärme umwandeln und damit auch unseren Kunden in und um Salzburg CO2-neutralen, klimaneutralen Strom bzw. Wärme anbieten. Das heißt aber nun im Detail, die Produktion von Wind- und Sonnenstrom ist nicht steuerbar, sondern wetterabhängig, weil einerseits zu viel Wind weht oder es eine Schönwetterperiode gibt. Beides führt unabhängig voneinander zu Energieüberschuss. Diese Überschüsse werden hier in der Power-to-Heat-Anlage genutzt. Das heißt, bevor die Windkraftanlagen abgeschaltet werden, kann der Strom zur Wärmeproduktion in der Power-to-Heat-Anlage verwendet werden. Power-to-Heat ist im Prinzip ein großer Durchlauferhitzer, in dem das Wasser mittels Strom erwärmt wird. Und dieses warme Wasser wird dann über einen Wärmetauscher in das Fernwärmesystem zum Fernwärmekunden übertragen. Damit das funktioniert, musste schon im Vorfeld ein 2 Kilometer langes Stromkabel vom Umspannwerk Hagenau bis zum Kraftwerk Salzburg Nord verlegt werden. Dieses Stromkabel bringt den situativ überschüssigen Wind- und Sonnenstrom zum Kraftwerk. Das Kabel geht vor der Autobahnausfahrt Salzburg-Bergheim West unter der A1 durch und führt bis zum Kessel. Dadurch braucht man kein Erdgas für die Wärmeerzeugung und es wird Kohlendioxid eingespart. Mit der neuen und zukunftsweisenden Technologie, die wir hier, die Salzburger AG hier einsetzt, schaffen wir es, 3000 Tonnen an CO2 einzusparen. Und das entspricht immerhin dem CO2-Ausstoß von 1500 Autos pro Jahr. Also ein unglaublicher
CO2-neutraler Wert. Umweltschutz ist uns auch hier ein ganz ein wichtiges Anliegen. Kurz vor den Osterferien machen sich unsere Energiedetektive aus dem Pinsker noch Gedanken, wie man in der Schule Energie sparen kann. Und da sind einige gute Ideen mit dabei. In der Schule kann man Energie sparen, indem man einen Wasserhahn nicht zu oft tropfen lässt. 40 Grad statt 60 ist auch gut. Oder einfach mal das Licht ausschalten, brauchen du das eh nicht dabei. Und einen Kühlschrank, wenn man halt Lebensmittel drinnen hat, einfach nicht so lange offen lassen. Oder die Tür entschließen, ist auch gut. Wenn wir gerade beim Thema Kühlschrank sind, enteisen wir auch mal gut, weil das ganze Eis da drin ist eigentlich überhaupt nicht gut für die Kühlung. Das muss der Kühlschrank dann irgendwie wieder runter. Deswegen sollte man den Kühlschrank öfter enteisen. Also das Energiesparen in der Schule ist ganz ähnlich dem zu Hause. Da greifen die gleichen Tipps, da habt ihr ja völlig recht. Da ist also wichtig im Winter auf gar keinen Fall gekippte Fenster, denn sonst heizt ihr zum Fenster raus. Oder Computer, Fernseher, Laptops, die in der Schule sind, unbedingt ausschalten, wenn man sie nicht verwendet. Denn Energie wird verbraucht, egal ob man davor sitzt. Und sehr beliebt in der Schule sind die Getränkeautomaten. Also gut überlegen, brauche ich einen Getränkeautomaten? Und wenn ja, maximal einen und nicht zwei oder drei. So spart man Energie in der Schule und dann klappt's. Alle Beiträge des Salzburger G-Magazins finden Sie übrigens auch im Internet und wir kommen jetzt zur Meldungsübersicht. Die Salzburger G feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum am Wolfgangsee. Seit 10 Jahren betreibt sie die Schafbergbahn und die Wolfgangsee-Schifffahrt. Seit 2006 investierte die Salzburger G zusammen mit dem Bund und den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich mehr als 16 Millionen Euro in die beiden Betriebe. Seit heuer profitieren Unternehmen von Steuervorteilen, wenn sie auf E-Autos umsteigen. Die Vorsteuer entfällt bis zu einem Kaufpreis von 40.000 Euro komplett. Außerdem ist kein Sachbezug fällig, wenn rein elektrische Firmenautos auch privat genutzt werden. Alle Infos dazu finden Sie auch im Internet unter www.elektrodrive-salzburg.at. Unser nächster Beitrag führt uns wieder in den Tenningau zu unserer Energiesparfamilie. Die Bernhofers zeigen uns auch diesmal, wie man daheim Geld sparen kann und diesmal geht's um die Wäsche. Familie Bernhofer hat ihre Dachgeschosswohnung im Haus der Schwiegereltern im Vorjahr ausgebaut. Bestehendes wurde im Haus belassen und weiterverwendet, wenn es, so wie die meisten Haushaltsgeräte, noch gut in Schuss war. Was neue Modelle an Wasser und Strom einsparen würden, versucht Andrea Bernhofer selbst wettzumachen. Ich versuche beim Waschen Energie zu sparen. Zum Beispiel, dass ich bei der Normalwäsche 40 Grad verwende statt 60 Grad, außer sie ist sehr schmutzig. Auch bei der Kochwäsche 75 Grad statt 95 Grad. Und den Trockner verwenden wir schon regelmäßig. Bei 3 Kindern ist einfach die Wäsche sammelt sich an und wenn aber die Sonne scheint oder es ergibt, dann hänge ich schon die großen Sachen auf. Zusätzlich kann man Energie sparen, wenn man den Eco-Knopf verwendet und man sollte auch immer darauf schauen, dass die Waschmaschine vollgefüllt wird. Beim Trockner ist es immer die Überlegung, hat es überhaupt Sinn, dass man hernimmt oder kann man die Wäsche ans Freie hängen. Eco-Taste ja, aber Kurzprogramme sollte man eher meiden, denn sie sind wahre Stromfresser. Auch auf die Vorwäsche kann man meist verzichten, wenn man grobe Flecken direkt vorbehandelt. Diese einfachen Tricks sparen sehr viel Strom. Denn bei 3 Kindern steht die Maschine kaum einen Tag still. Natürlich, die Maschinen sind schon in die Jahre gekommen und so machen wir uns auch Gedanken über energieeffiziente Lösungen und werden dann in Zukunft uns da beraten lassen, was wir für Maschinen dann kaufen. Beim Neukauf von einem Trockner oder einer Waschmaschine kann man sehr viel Energie und auch Wasser sparen. Man sollte darauf achten, dass man ein sehr energieeffizientes Produkt kauft, also mit der Energieeffizienzklasse A++. Das ist sparender als A zum Beispiel. Noch aber leisten die alten Geräte gute Dienste. Und sie sind auch leistbar, dank der Energiespartricks von Andrea Bernhofer. Musik
Anlässlich des Salzburger Turnschen Winters, der fast wöchentlich im Bundesland für Anfänger und Profis stattfinden, zeigen wir Ihnen diesmal, wie Sie sich richtig am Berg verhalten. Den Stress hinter sich lassen und bei einer gemütlichen Abendskitour neue Energie tanken. Das ist der Salzburger Turnschen Winter, eine Initiative der Salzburger AG, den Salzburger Nachrichten und dem La Sportiva Mountain Attack Team. Wobei Letztgenannte den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zum Beispiel, wie funktioniert eine richtige Spitzkehre? Spitzkehre kann man und sollte man natürlich überall trainieren, wo es sich ergibt, auch gerne auf der Piste, so wie heute da bei uns, beim Salzburger Turnschi-Winter, ideal, damit man dann auch gewappnet ist fürs Gelände und der auch dann reibungslos funktioniert. Ablaufen tut so, dass ich die Spur weit nur rausgehe, dass ich auch dann die Spitzkehre gut ansetzen kann. Das heißt, ich suche einen gescheiten Stand mit dem Talski, löse den Bergski, setze den um die Spitzkehre in eine neue Spur rein, den aber 90 Grad zum Hang, also dass der wirklich sauber und gut sitzt und nicht nach hinten rutscht, der umgesetzte Fuß. Und dann suche ich mal das Gleichgewicht mit den Stecken, löse den unteren Fuß nach hinten, so klappt der Ski auf und ich kann ihn wieder in die Spur einsetzen und geht dahin. So komme ich um jede Spitzkehre gut um, auch wenn er einen halben Meter neinschnell liegt. Natürlich heißt es auch bei der Spitzkehre, probieren geht über studieren. Und das am besten unter der Anleitung von den Profis des La Sportiva Mountain Attack Teams, die uns auch erklären, was in einem Tourenski-Rucksack auf keinen Fall fehlen darf. Ja, in einem Turnski-Rucksack gehört einmal auf alle Fälle rein eine Sonde, auf alle Fälle eine Schaufel, wenn was passiert im Gelände, eine Brille dann zum Abfahren, eine Skibrille, Ersatzhandschuhe, wenn die dann trocken, das trockene Handschuhe zum Runterfahren, ein Tipp in einen Plastiksackerl, Ersatzbekleidung reingeben, dass man sie dann auch umziehen kann, wenn man verschwitzt ist. Was natürlich ein besonderer Tipp ist, Kabelbinder mitnehmen, weil wenn am Skischuh irgendwas passiert, kann man sich so helfen. Vielleicht ein Wachs für die Felle, wenn man von nassen auf trockenen Schnee wechselt, kann oft passieren, dass sie an den Fellen unten an Schnee hält. Und sicherheitstechnisch natürlich eine Rettungsdecke auf alle Fälle und das Piepserl, das gehört an den Mann. Habe sie jetzt nur im Rucksack drin zum Demonstrieren, gehört eingeschaltet und am Mann platziert. Wenn Sonne scheint, eine Sonnencreme und natürlich ein Riegel und eine Trinkflasche für den Durst, weil man sollte ja dazwischen was trinken, um die Speicher wieder aufzufüllen. Als Alternative dazu bietet sich natürlich der Besuch einer Almhütte an. Denn die Geselligkeit ist für viele ein wesentlicher Bestandteil des Turnskigehens und kommt auch beim Salzburger Turnskiwinter nicht zu kurz. Wer wird beim Ostereierpacken Erster? Eine Frage, die wir Ihnen nicht wirklich beantworten können. Aber wir können Ihnen zeigen, wie Sie Ostereier nachhaltig färben. In unserem Beitrag zeigt Ihnen Foodbloggerin Anke Eder, wie einfach Sie Ostereier mit Farben aus Obst und Gemüse selbst einfärben können. Super. Wenn die Temperaturen im Frühling wieder wärmer und die Tage heller werden, legen die Hennen wieder fleißig Eier. Biologische Freilandhaltung ist die optimale Haltungsform. Die Hühner bekommen biologisches Futter zu fressen, haben genügend Platz im Stall und die Möglichkeit, im Freien zu scharen, zu picken oder ein Sandbad zu nehmen. Für das Osterfest hole ich meine Eier direkt aus dem Garten, von unseren glücklichen Biohühnern. Für meine selbstgemachten Ostereier verwende ich natürliche Farbstoffe. Aus dem Gewürz Kurkuma, getrocknete Heidelbeeren habe ich aus dem Reformhaus und rote Rüben, die jetzt in Saison sind. Zuerst koche ich das Wasser im Wasserkocher heiß. Der Wasserkocher erhitzt das Wasser schnell und energiesparend. Das heiße Wasser gebe ich in einen Topf, füge die geschnittenen roten Rüben hinzu und lasse das Ganze ungefähr eine halbe Stunde lang auf mittlerer Stufe mit Deckel köcheln. Abschließend lasse ich den Farbsud ziehen und abkühlen. In der Zwischenzeit koche ich die Eier. Ich verwende dafür einen Dampfgarkochtopf, Sie können aber natürlich auch einen normalen Kochtopf unbedingt mit Deckel verwenden. Die Eier kommen hier in das Gefäß, Deckel drauf und die werden jetzt rund 10 Minuten bei 90 Grad gekocht. Wenn die Eier fertig gekocht sind, schrecke ich sie mit kaltem Wasser ab. Dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Reinigen Sie die Eier mit Essig, so hält die Farbe besser. Und jetzt geht's ans Eierfärben.
Ist der Farbsud abgekühlt, seihe ich die Zutaten ab, gebe etwas Essig hinzu und fülle die Farbe in Schüsseln. Die vorbereiteten Eier gebe ich hinein. Je länger die Eier im kalten Farbbad liegen, umso intensiver wird die Farbe. Die fertigen Eier lasse ich trocknen. Zum Abschluss werden sie mit einem ölgetränkten Tuch auf Hochglanz poliert. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Osterfest und viel Spaß beim Eierbäcken. Das war das Salzburger G-Magazin. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann starten wir schon wieder mit der Wiederholung. Sollten Sie etwas verpasst haben, finden Sie übrigens alle Beiträge auch auf unserer Webseite. Und dort können Sie sich auch den kostenlosen Newsletter mit Tipps und Nachrichten abonnieren. Bis gleich, auf Wiedersehen. Und das erwartet Sie in den Lebenslinien. Im Interview, neuer Vorstand der Salzburger AG. Kabellink baut aus, schneller surfen zum gleichen Preis. Heizkosten sparen durch richtiges Bauen und Sanieren und ganz schön komfortabel. Die Services der Salzburger AG bringen Komfort ins Leben. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen Ausgabe der Lebenslinien. Ab Mitte März in Ihrem Briefkasten.